Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um zwei verschiedene Trilogien, die ich jetzt endlich abgeschlossen habe. Wir sprechen auf der einen Seite über Bad Boys 3, auf der anderen Seite sprechen wir über Johnny English 3. Ja, das ist eine verdammt komische Mischung, aber ich wusste nicht, wie ich sie unter einen Hut bringen kann. Bad Boys 3. Ich muss sagen, die Bad Boys-Reihe, die war schon immer blöd, aber es war dieses hundsdumme Popcorn-Michael Bay-Kino, das mir gefallen hat, weil es nichts anderes sein wollte. Also es gibt wenige Filme von Michael Bay, die mir echt gefallen. Also es gibt The Rock, es gibt Die Insel und es gibt die beiden Bad Boys-Filme. Und die Bad Boys-Filme, die sind natürlich noch etwas kognitiv, naja, die sind kognitives Brachland im Vergleich zu The Island und The Rock. Aber sie machen Spaß. Und das ist vor allen Dingen Will Smith und Martin Lawrence geschuldet. In diesem dritten Teil ist es halt leider so, dass irgendwie ist die Magie weg. Und ich habe das schon meinen zwei besten Freunden gesagt. Ich habe gesagt, Michael Bay hätte einen besseren Bad Boys 3 gemacht, weil dieser neue Director, der versteht zwar die Bildsprache der alten, also der ersten zwei Teile, zu kommunizieren, aber er hat nicht diesen Schlockfaktor. Also er weiß nicht, wie man das so scheiße machen kann, dass es wirklich awesome ist. Weil diese ersten zwei Filme sind Schwachsinn und die machen so viel Spaß, weil die Schwachsinn sind. Und dieser neue Film, der möchte halt so ernst sein. Und dann versuchen sie das auch durch einen Charaktertod, der einfach so mir nichts, dir nichts passiert, versuchen sie das irgendwie anzuheben, dass man sagt so, hey, das ist jetzt ein prestigeträchtiges Ding, also Bad Boys for Life. Ne? Die Handlung war hanebüchen, vor allen Dingen im letzten Drittel. Wenn dann irgendetwas über Will Smiths Vergangenheit rauskommt, habe ich mir gesagt so, was ist denn das jetzt bitte? Der Film hält immer noch das, was er so teilweise verspricht, und zwar Martin Lawrence und Will Smith. Die machen immer noch eine gute Figur, auch wenn Martin Lawrence ein bisschen so, ja, so etwas so auf der Lameng versucht, es noch irgendwie cool zu machen. Es gibt ein paar Rückblicke auf die ersten zwei Teile und auch ein paar Kontinuitätsprobleme, wenn es um die Jahreszahlen geht. Aber darauf möchte ich jetzt wirklich nicht eingehen, weil who gives a shit? Das ist ein Bad Boys Film. Ist der Film anschaubar? Kann man den anschauen? Kann man ein Bierchen aufploppen und die Pizza aufmachen? Das geht. Es ist jetzt nicht das Kronjuwel, aber es ist jetzt auch nicht unfassbar scheiße. Sie versuchen, irgendwie total ernst zu werden an verschiedenen Stellen. Und da habe ich mir gedacht, dafür ist die Marke jetzt nicht wirklich da. Also es ist normalerweise so, dass kurz vor dem Ende vom ersten und vom zweiten ist es dann so, dass sie sagen, shit just got real. Aber in dem Film versuchen wir das durch den ganzen Streifen durchzuziehen, dass man auch irgendwie sagt, so ja, es ist irgendwie vorbei und wir sind alt und so. Ja, das ist mir klar. Marcus Burnett, also Martin Lawrence, der wollte ja eigentlich schon auch im Teil davor irgendwie in Ruhestand gehen oder sich versetzen lassen oder so, whatever. Aber gut, jetzt machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Das war irgendwie ausgewurzelt. Also, ich habe das schon mal gesehen. Es bringt mir nichts Neues. Ich habe halt einfach gehofft, dass wir jetzt da wir in diesem wunderschönen Jahr, wann kam der Film raus, 2019, dass wir ultra übertriebene Actionsequenzen sehen, die gibt es auch. Und es gibt auch am Anfang und am Ende, da gibt es zwei Sequenzen, wo ich mir echt gedacht habe, wow, that's pretty fucking awesome. Aber ansonsten in der Mitte, da zieht sich dieser Film wie ein Kaugummi. Das ist echt schade für einen Fan der Reihe, weil ich bin ein Bad Boys Fan. Ich geb's zu, ich mag die zwei Filme. Ich habe eine Baustelle direkt vor dem Haus. Und das ist das absolut Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja, wie gesagt, wo war ich? Bad Boys 3. Er ist in Ordnung, er hat den Charme der ersten beiden, hat er versucht aufzunehmen, aber das hat halt nicht so geklappt. Und dann gibt es halt noch einen Tod in diesem Film und damit war ich halt überhaupt nicht einverstanden, vor allen Dingen, weil er so mir nichts, dir nichts so, hey, by the way, er ist tot, passiert. Also, naja, ich gebe Bad Boys 3 und ich nenne ihn jetzt Bad Boys 3, ich nenne ihn jetzt nicht Bad Boys for Life, tut mir leid. Ich gebe diesem Film 5 von 8 Punkten, denn er hat's versucht. And I always give points for trying. So, jetzt kommen wir zu Johnny English 3. Über die Johnny English Reihe habe ich, glaube ich, auf Traxation noch nie wirklich gesprochen. Ich mag sie.
Also ich habe den ersten Film, der war glaube ich 2005 oder ich habe jetzt keine Ahnung, wann er rauskam, aber das war so ein Film von meiner Teenagerzeit, It's a Man of Four Seasons. Ich habe früher mit meinen Eltern, habe ich wahnsinnig gerne Mr. Bean geschaut. Ich habe auch Rowan Atkinson in all den anderen Filmen, die er gemacht hat, Mums, The Word oder sowas, der eine mit Dame Maggie Grace, der war endgut. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt ein Bild einblenden, also den mal anschauen. Der ist wirklich verdammt lustig, eine super schwarze Komödie. Aber diese Johnny English-Filme, die sind ja im Endeffekt eine Persiflage auf die James Bond-Reihe. Und ich finde die großartig. Die sind zwar teilweise ziemlich, ziemlich, ziemlich blöd, aber sie haben auch wirklich gute Jokes, die immer wieder reingeträufelt werden. Und der Charme von Rowan Atkinson, vor allen Dingen auf Englisch, der spielt eigentlich immer mit und der macht das eigentlich sehr unterhaltsam, also sehr erträglich, weil es gibt sehr viele so Slapstick-Komödien, wo man sich denkt, ach, okay. Natürlich, ganz oben steht The Naked Gun, die nackte Kanone. Diese Trilogie ist unangefochten und wenn das irgendjemand remaket, sie haben es schon mal vorgehabt, aber dann ist es auch getankt, niemals remaken. Neben Leslie Nielsen ist Rowan Atkinson in dieser Reihe eigentlich einer der schönsten. Ich mache eigentlich alles kaputt, aber am Ende rette ich den Tag, Ermittler. Das ist lustig. Und vor allen Dingen auch der dritte Teil, der hat mir Spaß gemacht, weil er hat uns etwas in dieses moderne Zeitalter reingebracht und wir sehen wieder diesen Buff. Ja, der ist auch wieder dabei, der Partner aus dem ersten Teil, der im zweiten Teil irgendwie versumpft ist, weil er andere Projekte hatte. Jetzt ist er wieder dabei und wir haben vor allen Dingen Emma Thompson als alkoholkranke Prime Minister. Make it a gin and tonic with ice, but cut the ice and cut the tonic. Der neue Film, also dieser Johnny English 3, der hat ein paar Jokes, die wirklich mega zünden. Also es gibt eine Sequenz, wo er Drogen nimmt und dann im Endeffekt auf Ecstasy ist. Das war echt verdammt lustig. Ich möchte jetzt eigentlich nur auf eines eingehen, was diese Johnny English Filme angeht. Die haben ein Build-up und die haben ein Payoff. Das bedeutet, es wird irgendetwas eingeführt, was dann später auch wieder in der Handlung ausgeführt wird. Und das braucht man in einer Komödie. Die führen etwas ein, so stumpf wie es auch sein kann. Ist mir scheißegal. Aber dann kommt es dann später wieder und deswegen lacht man. Weil man weiß so, ah ja, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Auch wenn es vorhersehbar ist. Das ist mir scheißegal. Ich habe alles vorhergesehen. So ein Joke, den habe ich nicht vorhergesehen, aber den werde ich auch nicht spoilern. Da habe ich auch schallend gelacht, weil ich war's großartig. Ah, kennt ihr das, wenn irgendwie ein Joke kommt? Und ihr habt schon total viele Komödien gesehen. Und die waren immer so drin und haben gesagt, so, ja, das habe ich schon tausendmal gesehen. Und dann kommt ein Joke, der zieht euch die Latschen aus und dann sagt ihr, wow, scheiße, das. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, das ist so Applaus. So muss eine Komödie aufgebaut sein. Und nicht einfach nur, ja, ich zeige meinen Schwanz. Nein, 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 nein. Also vor allen Dingen so Til Schweiger. Nein. Ich werde gar nicht hier jetzt ausufern. Also, Johnny English 3 hat einen sehr coolen ersten Akt und einen sehr coolen zweiten Akt, wo ich immer wieder schmunzeln musste und ich habe mir gedacht, ich mag das wirklich. Im dritten Akt jedoch wird er ein bisschen konfus, da kommt sehr viel Geschwurbel mit rein, wo ich mir dann auch gesagt habe, jetzt mach du diesen Plot nicht so unnötig kompliziert und dann kommt dieser Slapstick auch zu viel auf die Matte. Weil ich mir gesagt habe, nein, jetzt schnappt euch doch einfach diesen Bösewicht und jetzt macht nicht hier nochmal den Slapstick oder macht noch den Slapstick. Das hat mich wirklich irgendwann mal aufgeregt. Ich hatte eine schöne Zeit damit und aus dem Grund bekommt er 5 von 8 Punkten. Und das war's dann auch schon für heute. So, dann war's das jetzt für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Lasst mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen. Schreib sie unten in die Kommentare. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.